Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Rogue. Und wir fahren gerade irgendwo hin, aber vorher wollte ich noch dieses wunderschöne Zeug einsammeln. Naja. Komm, komm, komm. Kriegen wir hin. Andocken. So, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir sind. Aber das lässt sich bestimmt herausfinden. Was können wir denn hier machen? Ach, wir können ein Schiff rufen. Gut, falls wir woanders plötzlich sind. Das ist ja schön. So, welche Mission gibt es denn hier? Ehre und Treue. Natürlich starten wir das. Shay. Ein gern gesehener Gast. Jack? Colonel Monroe hat sich General Montcalm ergeben. Die Franzosen haben mit den Abenaki Fort Henry eingenommen. Johnson sollte eigentlich Verstärkung heranschaffen. Ich sehe sonst niemanden. Die Abenaki sind unruhig. Sie kennen den Begriff ergeben nicht und wollen Montcalm nicht gehorchen. Der Colonel ist am frühen Morgen abgerückt. Sie laufen in eine Falle. Wartet hier, falls Johnson kommt, ich schütze den Colonel. Danke. Ach ja, genau. Vielleicht also wir kann ich endlich meine Schuld bei ihm begleichen. Wir waren gerade bei unserem früherigen Freund. Komme ich zu spät? Oder so. Und haben dort ihn halt umgebracht. Attentat! Der hängt da drinne. Na? Oh. Dann ist er hier oben. Das war knapp. So, leicht. Ein bisschen. Komm. Hey. Oh. Okay. Egal. Gehen dann eben hier hoch. Und plündere erstmal die Truhe, bevor ich mal die eben Colonel. Oh. Ja. Oh, nein, 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 nein! Sehr gut, Männer. Der Letzte. Master Cormac. Sir, beeilt euch. Bringen wir die überlebenden Männer auf die Morrigan. Ein willkommenes Angebot, Captain Cormac. Folgt mir. Sicheres Geleit voraus. Darf ich fragen,
was sich in Fort William Henry zugetragen hat? Schlechte Planung und noch weniger Glück, fürchte ich. Montcalm konnte uns tagelang bombardieren. Froschfresser. Gemach. Er handelte sehr ehrenhaft. Bei den Unterhandlungen macht er uns ein überaus großzügiges Angebot. Wir durften unsere Waffen und sogar unsere Farm behalten. Nur um in eine Falle zu tappen. Es war nicht zu erwarten, dass uns ein Franzose verteidigt, oder? Nein, sicher nicht. Ihr habt erneut eure Treue zu den Templern bewiesen, Master Cormac. Euer Leben für mich riskiert. Wir sind noch nicht in Sicherheit, Colonel. Was die Treue betrifft. Nun, ich bin euch etwas schuldig, nicht wahr? Ihr ja, das sind's. Habt bist mein Leben du. Gerettet. Gabt mir eine zweite Chance. Wir arbeiten seit nunmehr einem Jahr zusammen. In dieser Zeit habt ihr uns viele gute Dienste erwiesen. Was auch immer ihr mir zu Schulden glaubt, ist getilgt. Meint ihr nicht auch? Vielleicht. Na? Du lebst? Angriff! In Deckung! Bleib zusammen, Männer! Ich schalte so schnell wie möglich aus. Nachladen. Komm, lad nach. So macht man das, mein Lieber. Oh. Gut, Colonel. Haltet eure Männer in Bewegung. Ich übernehme die Vorhut und warne bei Gefahr. Eine vernünftige Strategie. Also gut, wir werden langsam voranschreiten. Komm, gib mir ein bisschen Munition zum... Wieso habe ich keine Pistolen mehr? Warte mal, ich hätte gerne das Ding, ja? Wieso kann ich... Ach, egal. Gut, gut. Wo muss ich hin? Ah, ich muss nach da oben. Gut, gut. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja. Kann ich denn keine Munition mehr haben, hm? Aua! Hey! Ne, so weit komme ich nicht. Aua! Yeah.
habe ja noch meine Berserker-Pfeile, natürlich. So macht man das, meine Lieben. So. Einmal bitte hier hoch. Kommst du hier hoch? Ja, guck mal. Geht doch. Und hier hätte ich gerne ein bisschen Munition. Und hätte ich auch gerne was. Schnell! Kessigowase lässt nicht locker. Kessigowase, ihr kennt den Mann, Master Cormac. Hi, Colonel. Er gehört zu Achillesmännern. Ein Assassine. So wie ich einst. Sie wissen, dass ich ein Templer bin. Und jetzt weiß der Assassine, dass ihr lebt. Und dass ich den Templern helfe. Ich bin kein Narr, Colonel. Die Assassinen werden mich jagen. Wir beide sind jetzt Ziele. Jo. Ihr wisst, dass es eine Falle ist. In der Tat, Master Cormac. Aber wir haben keine Wahl. Die Franzosen haben wir überlegt. Das schaffen wir auch. Das? I have as clear a shot as I can get. Come, fight me if you attack. Beeilt euch! You're on our. Habe ich das jetzt geschafft? Setzsegel! Ihr hört den Captain, Leute! Hauen wir von hier ab! Bewegung! Bewegung! Schei! Okay. Ihr habt mich gerettet, Master Cormac. Und ihr mich, Colonel. Es gibt viel zu bereden. Doch, ich muss zu meinen Soldaten. Sir, ich begleite euch zu Johnsons Handelsposten bei Onaquagga. Dann breche ich sofort auf. Master Cormac, kommt dorthin. Hat nicht so ganz geklappt mit unseren schönen Sachen, aber immerhin etwas, ne? Boah. Ne, ja, das können wir nicht machen. St. Nikolaus. Da ist ein Nachschublager. Ich glaube, ich muss so rumfahren. Gut. Gut, dann würde ich sagen, wir beeilen wir uns ein bisschen mit dem Fahren. Ja, Stufe 25. Ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen. Behutsam vorgehen. Aber scheiß drauf. Na? Wir sind sicher, Captain. Das Schiff hat uns nicht gesehen?
okay. Jetzt haben die uns gesehen. Das war vielleicht nicht ganz so klug. Stufe 8. Das Ding kriegen wir hin. Ja. Ich würde sagen, wir müssen uns beeilen mit dem Entern. Denn die Engine hat das schöne Problem, wenn wir das Ding entern, sind wir für alle anderen unsichtbar. So. Benutzen. Na? Zwei getötet. Geil, die hier keine Nachladeanimationen haben. Du bist auch weg. Gut. Schön. Ein bisschen Holz, ein bisschen Tabak. Zu Cormacs Flotte senden. Muss ich irgendwann nochmal machen, die ganzen Flottenaufgaben. Naja. Kriegen wir schon hin.